Danke. Genau. Ja, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Mittag alle zusammen. Ich bin Natina Trakas. Eine Frage, wer hat letztes Jahr meinen Vortrag gehört? Okay, weil ich habe, es ist immer schwierig, wenn man nur über Neuigkeiten vom OGC berichtet, da fehlt wahrscheinlich vielen Leuten so, was ist das OGC überhaupt? Und ich versuche mich etwas durchzuhangeln. Wir können ja nachher, wenn Fragen offen bleiben, allgemeine Fragen zum OGC, dann können wir die nachher fragen. Ich werde eine kleine Einführung ins OGC geben, da dieser Vortrag ja auch auf der Webseite zur Verfügung steht. Habe ich ein paar mehr Folien eingebaut. Ich werde einige einfach überspringen oder nur kurz anreißen, aber die können Sie dann nachlesen auf der Webseite. Dann, wie Marco gesagt hat, werde ich berichten, was gibt es Neues? Was gibt es Neues aus den OGC-Arbeitsgruppen? Wie kann man mitmachen? Auch das verknüpft mit, welche neue Request for Participation oder Request for Comments gibt es? Was ist das überhaupt? Und dann noch ein Hinweis zu Veranstaltungen. Verfügbarkeit von DOT. Auf der FOSGIS, die OSM-Community ist dabei. Wir haben gestern bei der Einführungsveranstaltung im UBA sehr schöne Vorträge oder Begrüßungsworte darüber gehört. Und aus unserer Sicht vom Open Geospatial Consortium, die offene Standards haben, ist natürlich ein wichtiger Faktor bei dem Zugang zu Daten, ist die Standardisierung. Und damit ist die Definition von gemeinsamen, allgemeingültigen zu verstehen, die eben Interoperabilität zwischen Systemen ermöglichen. Was ist also, was macht das OGC? Wir haben eine Vision. Wir wollen eine Informationswelt schaffen, wo man einfach über Grenzen hinweg, also Grenzen, Netzwerkgrenzen, Applikations- und Plattformgrenzen, aber auch Ländergrenzen hinweg Geodaten austauschen kann und Geodienste und Geoinformationen integriert und bereitgestellt werden können. Wir wollen dafür die Plattform sein, ein Forum zur Entwicklung, Förderung, Harmonisierung von offenen und frei verfügbaren raumbezogenen Standards. Kurzer Überblick, was ist das OGC? Wir wurden 1994 gegründet. Das ist eine Non-Profit-Organisation. Die Teilnahme am OGC ist freiwillig. Ich sage immer, das ist wie ein Verein. Man kann dem OGC beitreten, zahlt eine Mitgliedergebühr. Die Teilnahme ist freiwillig und es ist konsensbasiert. Alles, was wir im OGC machen, der Input kommt von den Mitgliedern. Momentan sind wir über 430 Mitgliederorganisationen, die kommen aus der Industrie, aus der öffentlichen Verwaltung und aus der Wissenschaft, also Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das OGC hat 19 Angestellte, also ich bin eine davon und wir unterstützen den ganzen Prozess. Wir haben sehr viele OGC-Standards. Wenn man hier bei der Konferenz durch die Hörsäle geht und die Vorträge anhört, WMS ist einer der bekanntesten und am weitesten eingesetzten OGC-Standards. Ich denke, dass viele von Ihnen einfach die OGC-Standards kennen. Viele OGC-Standards sind auch ISO-Standards und es gibt unheimlich viele Softwareprodukte, die OGC-Standards implementieren. Es gibt Open Source Software und proprietäre Software, die OGC-Standards implementieren und die OGC-Referenzimplementationen, das sind Open Source Software-Produkte. Wir haben eine große User-Community und wir arbeiten auch eng zusammen mit anderen Standardisierungsorganisationen oder Organisationen wie der OSGEO, weil wir wollen nicht das Rad neu erfinden, sondern wir wollen einfach integrieren bzw. neue Communities, die das Geo-Thema erst für sich entdecken, darauf aufmerksam machen, was es gibt. Das ist die blaue Linie zeigt die Mitglieder in Europa, die pinkfarbene Linie sind die Mitglieder in Nordamerika. Also wir sehen hier in Europa, ist das Interesse am OGC-Prozess teilzunehmen, steigt stetig an. Und
Von den über 430 Mitgliedern haben wir in Deutschland 49 Mitglieder, sehr viele Universitäten und Firmen, öffentliche Verwaltungen auch. Wir haben seit anderthalb Jahren für die öffentliche Verwaltung auf lokalem Level eine sogenannte GoFuture-Mitgliedschaft zu sehr geringen Kosten. Wir haben 7 Mitglieder in Österreich, wir haben 10 Mitglieder in der Schweiz und in klein habe ich nochmal, wie sich das auf den anderen Kontinenten verteilt. Wir haben, wie ich schon erwähnt habe, mit vielen Organisationen Kooperationsabkommen und haben mit der OSGEO ein Memorandum of Understanding. Ich hatte schon erwähnt, dass im Rahmen des OGC Compliance Testing Programm hat die Foscis Community unheimlich viel beigetragen zu den Referenzimplementationen und unter der URL kann man nachlesen die ganzen Details dieses Memorandum of Understanding. Wenn hier jemand ist, der Interesse hat, da von Seiten entweder von der Open Source GIS Community oder Open Standards Community ein bisschen mehr zu erfahren, kann man Arnulf oder mich ansprechen, weil aus der OGC-Sicht ist Input von der Open Source Community immer mehr als willkommen. Was ist ein OGC-Standard? Das Wichtigste hier ist, OGC-Standards können in Software implementiert werden. Das ist nicht nur ein Dokument, das ist natürlich auch ein Dokument, aber das Wichtigste ist eben die Implementierbarkeit in Software. Man muss es so wie HTTP, der Dialton, die für das Internet ist, sind die OGC-Standards ja der Dialton für das Geospatial Web. Wir haben es gehabt vom Hype Open. Ist ganz wichtig zu merken. Open Source Software ist nicht das gleiche wie Open Standards. Na klar ist es nicht, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das alles in einen Topf werfen. Also wir von der OSGEO, wir machen offene Standards im Geobereich. Die OSGEO ist verantwortlich für Open Source Software, Free Software. Wir haben die typischen Merkmale von Offenheit und Freiheit, also sobald ein OGC-Standard abgenommen wurde von den OGC-Mitgliedern, ist er frei und öffentlich verfügbar. Es ist keine Lizenzgebühr erforderlich, ist anbieter- und datenneutral und es offen bedeutet nicht im Sinne von, es wäre nicht sicher oder ist nicht für den Einsatz in klassifizierten Umgebungen geeignet. Also die OGC-Standards sind in sämtlichen aus Geodateninfrastrukturen und Geoarchitekturen nicht mehr wegzudenken. Beleben den Wettbewerb und es durch den Nutzen von offenen Standards wird auch ein Vendor-Login vermieden. Ganz wichtig, was wir jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr stark sehen, offene Standards und entsprechende politische Positionierungen helfen Interoperabilität innerhalb und zwischen Ministerien und Behörden voranzutreiben und da eben, das führt dann dazu, dass die Industrie die Technologie auch annimmt und übernimmt. Ich kriege Zustimmung vom Füglicher. Wie arbeitet nun das OGC? Also Konsensprinzip habe ich erwähnt, jedes Mitglied hat eine Stimme. Wir haben einen Standardisierungsprozess, das ist ein formalisierter Prozess. Jeder kann nachlesen, wie so ein Standard entsteht und das passiert in den OGC-Arbeitsgruppen. Wir haben sogenannte innovativen Prozess, das ist das OGC Interoperability-Programm. Da kann man dann einen existierenden Standard nehmen und schauen, passt der denn für meine Anforderungen. Wenn ich zum Beispiel aus der Meteorologie komme und ich möchte ein WMS nutzen, wo sind die Lücken, was für Informationen oder was müsste der Standard noch beinhalten, damit ich ihn in meiner Community gut einsetzen kann. Testen und zertifizieren, wir haben das Compliance Testing Program, da kann man also seine Software zertifizieren lassen und wir haben ein Marketing Programm,
Da geht es um Pressemeldungen, Informationen an, an die breite Masse weitergeben. Und in dem Marketing- und Communications-Programm ist auch das Thema Ausbildung verankert. Da werden wir ja nachher werden wir auch noch einen Vortrag zum Thema Ausbildung hören. Was gibt es Neues aus 2011? Wir haben neue Mitglieder. Wir haben viele neue Mitglieder aus Deutschland, wir haben neue Mitglieder aus Österreich, aus der Schweiz. Ich will hier nicht verheimlichen, dass es auch Mitglieder gibt, die nicht ihre Mitgliedschaft erneuern. Also der Turnus ist immer ein Jahr und dann gibt es auch Mitglieder, die sagen, ich mache nicht mehr mit. Aber der Trend ist, dass wir immer, also wir kriegen mehr Mitglieder. Was ganz interessant ist, wir haben einen Market Report angefangen zu erarbeiten, der in den nächsten Wochen rauskommt. Der hat alles etwas länger gedauert als geplant. Der fasst die OGC- und ISO-Referenzen und Standards zusammen, die in der Inspire-Direktive Verwendung finden. Der listet die Standards auf, erläutert diese, wie zum Beispiel den Discovery- und View-Services und welche OGC- oder ISO-Standards dahinter stehen. Man hat da auch weiterführende Links und Literaturhinweise. Das alles wurde gesponsert von OGC-Mitgliedern. Und wie gesagt, dieser Report erscheint in den kommenden Wochen. Da wird es dann auch eine Pressemeldung zugeben. Ich habe am Ende der Präsentation noch ein paar Links, wo Sie sehen können, wo Sie weitere Informationen zum OGC herbekommen. Wir haben eine neue Webseite seit Herbst letzten Jahres. Die Idee war, dass wir gesagt haben, wir müssen den Communities besseren Zugang zum OGC und zu den Informationen geben. OGC steht immer für Standards und das ist der Ursprung. Das war alles immer sehr technisch. Wenn man nicht genau wusste, was man wollte, dann war es etwas schwierig. Jetzt haben wir gesagt, jetzt gibt es, man kann zum Beispiel, wenn man aus dem Government- oder GDI-Bereich kommt, dann gibt es den Zugang über Government und Spatial Data Infrastructures. Da gibt es dann ein paar Informationen, dann gibt es eine Übersicht, was sind die wichtigen Standards und dann wird man weitergeleitet an die Arbeitsgruppen oder an weiterführende Informationen. Wir haben jetzt auch einen OGC-Blog. Das heißt, wenn Interesse besteht zu bloggen, kann man das auf unserer Webseite machen, auf unserem Blog machen, natürlich OGC-relevante Themen, gerne auch kritische Sachen, wir sind da offen. Ich habe zum Beispiel die Foskes jetzt gebloggt. Wer da Interesse hat, kann mich gerne ansprechen. Ach, was ich vergessen habe, wir haben einen neuen Vorsitzenden im Board of Directors. Bisher war das David Schell, der ist aber, ja, er ist immer noch dabei beim OGC, aber weil er jetzt schon weit über 70 ist, hat er den Posten des Chairman vom Board of Directors an Jeff Harris abgegeben. Und das Board of Directors, das ist so im Grunde der Vorstand des OGC. Ja, was gibt es Neues aus den Arbeitsgruppen? Zuerst noch ganz kurz zur Unterscheidung. Es gibt zwei Arten von Arbeitsgruppen. Einmal die Domain Working Groups und Standards Working Groups. In den Domain Working Groups unterhalten sich, also wie man auch sieht, da geht es um spezielle thematische Bereiche. Also es gibt ein Emergency and Disaster Management Domain Working Group. Die Hydrologen haben eine Arbeitsgruppe, die Meteorologen. Die schauen da, wie können die Standards für die Community verwendet werden, welche Probleme gibt es, was müssen wir an die Standardsgruppen zurückmelden. Und dann gibt es eben die Standardsarbeitsgruppen, da werden die Standards entwickelt. WMS, Catalog Service, NetCDF, CTGML und so weiter. Es gab im letzten Jahr und auch dieses Jahr schon neue Arbeitsgruppen. Augmented Reality, sehr viel aus dem mobilen Bereich kommend. Da sind auch Sachen, also die Sensorstandards mit integriert. Ich habe Informationen, also einmal den Link zur Webseite dieser Arbeitsgruppe und dann die Pressemitteilung, da habe ich die Links zur Verfügung gestellt. Geoservice REST API und
RESTful Services. Das waren ganz heiße Themen, die schon lange im OGC diskutiert wurde und da auch die Open Source Community unheimlich, ja, ich würde jetzt sagen Druck gemacht hat, aber das Thema gepusht hat. Und die OGC-Mitglieder haben jetzt entschieden, wir brauchen also diese Arbeitsgruppen. Ein INDU, das ist ein Indoor-GML, da geht es um ja, ganzer Bereich Facility Management, wie kann ich innerhalb von Gebäuden navigieren. WaterML 2.0, das ist eine neue Arbeitsgruppe, jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wie kommt ein neuer Standard 2.0 direkt als neue Arbeitsgruppe rein. Es besteht im OGC die Möglichkeit, dass wenn eine Community außerhalb des OGC einen Standard entwickelt und sagt, Mai, wir müssen uns jetzt um einen Standard kümmern, das ist zu kompliziert, wir würden gerne, dass dieser Standard ein offener Standard wird. Und die sind an uns herangetreten und haben gesagt, könnt ihr diesen Standard maintainen? Und deswegen haben wir jetzt also WaterML. Dann wird es wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres einen Smart Grid, eine Smart Grid Domain Working Group geben. Die Idee ist, dass man sagt, die Energieversorger und Entsorger haben natürlich auch immer mit Karten und mit Daten zu tun. Also im Grunde jeder Smart Meter, jedes Ablesegerät hat ja eine Koordinate. Wie verknüpfe ich das mit Geoinformationen? Und nicht nur, indem ich eine Karte drunter lege, sondern nutze das ganze Potenzial, das die Geoinformation bereitstellt. Und es wird wahrscheinlich auch ein Public Safety and Law Enforcement, ich finde das, ja, auch im Laufe des Jahres geben. Im Januar wurde ein neuer Standard verabschiedet. Das ist der Open GeoSMS. Hat schon mal jemand was davon gehört? Ah, sehr gut. Die Idee ist, dass, wenn ich eine SMS verschicke, automatisch meine Koordinate mit verschickt wird. Toll, wenn ich Pizza bestellen will, dann weiß der Pizza-Lieferservice direkt, wo ich bin. Wenn man natürlich stehen bleibt, muss nicht meine Adresse angeben. Naja, ich könnte mir dann eine Pizza im Park bestellen. Die andere Anwendung, die ist sehr viel im Bereich Katastrophenschutz. Oder Sie stellen sich vor, Sie haben irgendwelche, Sie machen Monitoring von Hangrutschungen und haben, oder Bojen, die sind mit einem Sensor ausgestattet, der auch eine SMS verschicken kann. Also immer, wenn irgendein Event dann kommt, wenn die Temperatur zu hoch wird, wenn Bewegung stattfindet, dann wird eine SMS verschickt und man weiß automatisch, wo sich dieses Gerät befindet, was die SMS abgesetzt hat. Zu den Domain Working Groups noch, es gibt offene Arbeitsgruppen, da können auch Nichtmitglieder mitmachen auf den Mailinglisten. Also wenn Sie da Interesse haben bei den Domain Working Groups, schauen Sie entweder auf die Webseite oder sprechen Sie mich an. Wie kann man sonst noch mitmachen? Es gibt regelmäßig Request for Comments und Request for Participation. Also bevor ein Standard vom OGC verabschiedet wird, gibt es eine Public Reviewing Phase, in der jeder Kommentare zu diesem Standards abgeben kann. Und die Mitglieder in der Arbeitsgruppe, die müssen diese Kommentare, wenn es jetzt nicht ganz hanebüchene Kommentare sind, in den Standard einarbeiten. Zum Beispiel war jetzt der Candidate Standard WaterML 2.0 Part 1, da konnte man sich mit einbringen. Oder es gab jetzt auch ein für Gazetteer Best Practices. Also es gibt immer die Möglichkeit, Mobility Experimente, habe ich vorhin ganz kurz angerissen. Wenn Sie jetzt im Bereich Forschung, im Bereich Erdbeobachtung unterwegs sind, würde ich Ihnen empfehlen, auf dieses Architecture Implementation Pilot mal zu schauen. Da wird gesucht, Health und ich glaube auch Water Management kommen. Und es gibt immer Initiativen im Interoperability Program, in die man sich mit einbringen kann. Das OGC betreibt seit vielen Jahren die sogenannten OGC Web Services Testbeds. Wir sind jetzt in der Phase 9 und auch hier, wenn die Themen, also Decision Fusion, Points of Interest, Map, Sensor Web Enablement
oder Aid Mapping für Sie von Interesse ist, dann schauen Sie da drauf. Es gibt also, wie gesagt, auch immer die Möglichkeit, sich damit einzubringen oder zumindest mal schauen, was der aktuelle Trend der Zeit. Aus diesen Testbeds entstehen sehr häufig neue Standards, beziehungsweise es wird geschaut, wie die existierenden Standards zusammenarbeiten. Und die Ergebnisse sind Engineering Reports, die dann weiterverwendet werden können. Und das ist quasi so eine Art Qualitätssicherung für bestimmte OGC-Standards auch. Die OGC-Mitglieder treffen sich regelmäßig den sogenannten OGC Tech Committee Meetings. Das nächste europäische ist in Exeter und ist gehostet vom UK Met Office. Und ja, die Agenda gibt es noch nicht. Die entsteht immer so ungefähr 3-4 Wochen vorher. Da treffen sich die Arbeitsgruppen und es gibt Arbeitsgruppen, die öffentlich zugänglich sind. Das habe ich schon erwähnt, die Domain Working Groups. Und man kann zum Beispiel auch per Telefonkonferenz und WebEx bei so einer Session mitmachen, ohne direkt nach Exeter reisen zu müssen. Wir sind viel auf Konferenzen unterwegs. Ich werde auch in Dresden und Prag sein im Mai, dann auf der Inspire-Konferenz und auf der Intergeo. Die OGC-Presse und News-Seite, die hat immer die aktuellsten Informationen. Da finden Sie auch die Informationen zu den Request for Participation. Wir haben auch einen YouTube-Channel, da gibt es ein sehr schönes Video, wie ich finde. Wie funktioniert das OGC? Und das ist das erste Video, würde ich Ihnen empfehlen, mal anzuschauen. Sie können uns kontaktieren, direkt ansprechen. Wir haben eine LinkedIn-Group auf OGC-Group und ja, wir sind auch auf Twitter. Also die decken einen Großteil der Social Media ab, nicht alles. Es gibt noch kein Facebook-OGC. Ich bin auch nicht auf Facebook, deswegen würden Sie mich da auch nicht finden. Ja, und abschließend noch ein paar Gedanken. Ich finde den Satz, den habe ich schon sehr lange. The conventional view serves to protect us from the painful job of thinking. Aber ich glaube, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bieten innovative Ansätze und Ideen, wie sie von der Open Source, Open Data und Open Standards Community kommen, einfach gute Möglichkeiten, nachhaltige Lösungsansätze, um die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, um die zu lösen. Ganz wichtig, immer wieder nicht das Rad neu erfinden. Bitte, bitte, bitte nutzen Sie Erfahrung von anderen, teilen Sie Ihre eigenen, denn nur durch das Miteinander und durch die Kommunikation funktioniert so eine Community wie die Open Source Community und nur so funktioniert es auch beim OGC. Wenn Sie irgendwas richtig doof finden beim OGC, sprechen Sie uns an, weil sonst können wir es ja nicht ändern. Ich kann ja nicht in Köpfe reingucken. Also, miteinander reden, kommunizieren und nutzen Sie die Möglichkeit, in den Ausstellungen oder in den Pausen miteinander zu reden. Danke. Ja, vielen Dank. Wir haben auch noch Gelegenheit für 2-3 kleinere Fragen. Ja. Gerade wenn es um die Ausbildung geht, das interessiert mich natürlich ganz besonders. Der Einstieg beim OGC mitzuarbeiten ist oft für Leute, die davon mal noch nichts gehört haben, relativ schwer. Decken das die Videos gut ab oder also ist das auch unter Education, dass man lernt, wie man da mitarbeitet? Nee, dieses Video, das ist ein ganz normales Video, aber wir sind gerade dabei zu überlegen, wie führen wir die Leute ran. Die erste Hürde, wie helfen wir ihnen über die erste Hürde, weil das ist in der Tat, wer mal auf dem OGC-Meeting war, der sagt, oh Gott, da gehe ich nicht mehr hin, das ist viel zu kompliziert. Und wir versuchen, das halt gerade runterzubrechen. Genau. Aber, und Education geht natürlich auch noch weiter, das heißt, ihr schaut es, ja. Oder? Aber da können wir sicherlich auch ein paar Ideen austauschen. Sehr gerne. Hallo Frau Tragers. Hallo. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, Sie haben gesagt, wer Mitglied ist und auch, dass jedes Mitglied eine Stimme hat. Ja. Aber mich würde einfach mal interessieren, ob besonders große Firmen großen Einfluss haben.
Also es ist so, wir haben... Oder welchen Einfluss Sie auch haben. Ja, es ist so, in den Arbeitsgruppen werden die Standards in einem Konsensprozess entwickelt. Da ist es so, pro Mitglied eine Stimme. Wenn Sie jetzt also in einer Arbeitsgruppe sitzen, Sie haben 10 Leute von derselben Organisation und 10 Leute von 10 unterschiedlichen Organisationen, können diese 10 Leute zwar irgendwie alles versuchen zu beeinflussen, aber wenn es nachher darum geht, pro Organisation gibt es nur eine Stimme. Wir haben große Firmen, die auf einem höheren Level sitzen, das ist das Planning Committee. Da wird aber nicht über die Standards, wie ein Standard erarbeitet wird oder wie welcher Standard erarbeitet wird, entschieden, sondern da geht es vielmehr, in welche Richtung bewegt sich das OGC, adressieren wir neue Technologien, wie machen wir das. Wenn Sie jetzt natürlich eine Idee haben, einen Standard voranbringen wollen, dann können Sie, natürlich gehen Sie zu anderen Mitgliedern und machen Lobbyarbeit bei anderen Mitgliedern und sagen, hier, lass uns gemeinsam in die Arbeitsgruppe gehen und das pushen. Das können Sie machen. Aber jetzt gerade ein Airdas, Intergraph oder Esri oder Oracle hat nicht mehr in den Arbeitsgruppen zu sagen, als ein Student von der Universität, der mitmacht. Okay, danke schön.